Hi Leute, hier ist wieder die Karina. Heute kein Bastelvideo, weil ich fühle mich heute nicht so dolle. Und deswegen dachte ich mir, mache ich mal einfach ein lockeres Let's Play. Und zwar zu einem Spiel namens Mein Test. Richtig gehört, Mein Test, nicht Minecraft. Mein Test ist ein Open Source Sandbox Game. Eigentlich Minecraft sehr ähnlich, hat eine sehr lebendige Community. Man kann unendlich viele Mods adden, wenn man das denn möchte oder hinbekommt. Ich habe das jetzt für unser Video probiert. Es hat nicht so geklappt, aber ich bin immer noch in der Ausbildung als Technikerin, um es mal so zu sagen. Ja, also genau. Mein Test, ein Open Source Spiel. Das könnt ihr alleine oder als auf einem anderen Server im Multiplayer mit anderen Spielern spielen. Es ist geeignet für Windows, Mac, Linux, FreeBSD, OpenBSD, DragonflyBSD und inzwischen auch für Android. Also ihr könnt das auch auf einem Tablet spielen. Das machen ein paar von den Leuten, mit denen ich online spiele. Das funktioniert anscheinend ganz gut. Ja, ich zeige euch heute so ein paar grundlegende Sachen auf meinem Privatserver, beziehungsweise es heißt Privatserver, aber im Endeffekt ist das die Offline-Version, wo ich alleine spiele in einer künstlich erzeugten Welt. Wieso gehen wir heute nicht auf einen Server? Ja, der Punkt ist, ich würde auch andere Leute und ihre Unterhaltung aufnehmen. Und A, finde ich das nicht in Ordnung, ohne die Leute vorher danach gefragt zu haben. Und B, finden das einige Leute tatsächlich auch nicht so toll, ohne vorher danach gefragt zu werden. Deswegen gehen wir da auf Nummer sicher, ohne jemanden zu verärgern und spielen das heute auf meinem privaten Server. Ein kleines Update vom Sama, der ist immer noch fleißig am Arbeiten. Es wird fertig. Wir schaffen das. Ich weiß auch nicht, ob es bei euch gerade auch so geregnet hat wie bei uns. Das war gerade echt schön anzusehen. Das nur so als kleines Update. Genau, dann gehen wir doch mal zu meinem Test. Ich habe das Spiel schon geöffnet. So, hier hat mir jetzt die Wahl zwischen lokales Spiel und Online-Spielen. Online-Spielen ist dann, wie gesagt, hier sieht man die ganzen Server, wie viele auf einem Server spielen. Ich könnte jetzt sogar auf meinem momentanen Standard-Server spielen, weil da nur eine Person ist und das ist meistens der Mod und der hat nichts dagegen, wenn man aufnimmt. Aber wie gesagt, wir bleiben heute mal auf dem lokalen Server. Genau. Ein neues Spiel zu starten ist denkbar einfach. Man kann hier an der Seite auswählen, ob man Kreativmodus spielen möchte. Kreativmodus heißt, ich muss mir die Materialien, mit denen ich baue, nicht zusammensuchen, sondern ich kann sie einfach, indem ich auf die Auswahl klicke, erzeugen und kann dann nach Herzenslust bauen. Das ist also eher so für die Leute, die Orte und Gebäude nachbauen wollen und sich da ihre eigene Welt bauen. Ich finde es ein bisschen langweilig. Dann gibt es die Version mit Schaden einschalten. Das ist dann eher so eine Survival-Situation. Man kann sich verletzen beim Fallen. Monster können einen verletzen. Man kann Hunger bekommen. All das wirkt sich negativ auf die Lebenskraft aus. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, einen eigenen Server zu hosten. Das heißt, ihr macht eine Welt, die später beim Online-Spielen
verfügbar ist. Ja, wie ihr seht, ich habe hier ein paar Dateien schon erstellt mit Versuch, Versuch 2, Test 2 und so weiter. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich das so zum Laufen gekriegt habe, wie ich das hier gerne hätte. Aber jetzt soll uns das nicht mehr aufhalten. Wir machen eine neue Welt. Ah ja, es gibt verschiedene Kartengeneratoren, die alle unterschiedliche Welten erzeugen. Die stabilste momentan ist V6, deswegen bleibe ich da auch. Aber das... Es gibt eine Mindtest-Wiki, da könnt ihr, wenn ihr das Spiel spielen wollt, nachlesen, welcher Kartengenerator welche Welten erzeugt. So, dann nennen wir doch unsere Welt... Regentag. Weil heute regnet es. Wir erstellen diese Welt. Ich kann diese Welt jetzt konfigurieren, was ich auch machen werde. Nämlich hätte ich gern die Mobs aktiviert und die Monster aktiviert, damit es ein bisschen spannender ist, als dass ihr bloß mich seht, wie ich in der Welt herumlaufe. Speichern und Spiel starten. Und schon sind wir in einer Welt gelandet. Ich muss mal ein bisschen was sehen. Hier ist alles voll mit Bäumen. Ich sehe gar nichts. Okay, hier haben wir eine Bergwand mit Kohle. Das ist ganz nett. Kohle braucht man in diesem Spiel sehr viel. Und wir scheinen in irgendeiner Dschungelwelt gelandet zu sein. Das kann ich vorher nie wissen, wie die Welt genau aussieht, in der ich lande. Ja... Es gibt Ton bei dem Spiel. Nicht viel. Ich mache ihn aber mal ein bisschen lauter. Und schon haben wir eine offene Fläche. Hier fühle ich mich gleich etwas wohler. Denn wir haben ja jetzt die Monster aktiviert und dementsprechend können uns Monster auch über den Weg laufen. So, wie sieht die Spielfigur aus? Das ist relativ unspektakulär. Man kann das später auch modden. Man hat eine Figur mit grünem Hemd und Jeans. Hallo? Ich persönlich spiele aber eh sowieso lieber aus der First-Person-Perspektive. Okay. Wir sollten uns dringend ein kleines Haus bauen, bevor die Nacht kommt, weil in der Nacht kommen die Monster raus. An der Stelle kann man sich mal den Song Don't Mine at Night ansehen. Das war vor ein paar Jahren ein Parodiesong zu Minecraft. So. Es ist jetzt so. Ohne Werkzeug kann ich Blattwerk und Holz und Erde und Sand abbauen, aber kein Stein. Wenn ich in diesem Spiel vorankommen will, brauche ich aber irgendwann auch Stein, Steinwerkzeuge und ich muss auch eine Mine graben. So. Wenn hier ein Baum fällt, dann habt ihr die Möglichkeit, gleich wieder einen neuen zu pflanzen. Ich persönlich mache das, weil mehr Bäume braucht die Welt. So. Entschuldigung, das war jetzt etwas schnell. Was habe ich jetzt hier gemacht? Okay, nochmal langsam. Indem ich auf I drücke, erscheint mein Inventar. Im Inventar kann ich Dinge bauen. Es gibt eine Anleitung. Diese Anleitung
Habe ich jetzt aber in meinen Mods nicht aktiviert, sondern ich muss tatsächlich ausprobieren oder auf der Wiki nachsehen. So, ich habe mein Holz genommen und habe Planken daraus gemacht. Und wenn ich jetzt die Planken ins Werkzeugfach schiebe und auf das Ergebnis klicke, kriege ich Stöcke. Die Stöcke sind die Grundlage für jedes Werkzeug. Haha, wenn ich eine Planke ganz nach oben packe, kriege ich eine Schaufel. Wenn ich die Planken im Dreieck um die Stöcke platziere, bekomme ich eine Axt. Wenn man die Augen zusammenkneift, sieht das auch aus wie eine Axt. Und wenn ich einen T draus mache, kriege ich eine Steinhacke. Pickaxe, sag mal, was ist das deutsche Wort? Spitzhacke, danke. Steinhacke. So. Naja, hier ist noch ein Bäumchen. So ausgerüstet können wir uns jetzt einen Ort zum Häuschen bauen suchen. Naja, da unten haben wir Sand. Blumen gibt's auch. Die sind tatsächlich ganz praktisch, um Wolle zu färben. Wenn es Wolle gibt, gibt es dementsprechend auch Schafe oder beziehungsweise Baumwolle. Wir in diesem Spiel hier sollten eigentlich auf Schafe treffen, weil ich die Monster aktiviert habe. Schafe zählen zu den Monstern. Bauen wir mal hier auf diesem Berg unser erstes Häuschen. So, mit der also wenn ich ich kann Dinge aus meiner oberen Inventarleiste auf zwei Arten auswählen. Einmal dadurch, dass ich mit dem Rädchen an der Maus rauf und runter drehe. Oder, das kommt ein bisschen drauf an, ob ihr das lieber mögt, ihr klickt auf die Zahlentasten. Und könnt so quasi die Kästchen anwählen. Ich persönlich finde das Rädchen etwas handlicher. So, dann fangen wir doch mal an, einen Grundriss für ein Häuschen auszuheben. Das erste Häuschen muss noch nicht groß sein. Das ist ja eigentlich nur, damit wir in der Nacht nicht von irgendwelchen Monstern überfallen werden. Da könnt ihr euch dann auch austoben, wie ihr wollt. Die unterschiedlichen Baumarten haben tatsächlich auch unterschiedliche Hausfarben. Holzfarben. Und da kann man sich dann auch spielen. Jetzt am Anfang kann man da noch nicht wählerisch sein. Ist zumindest meine Meinung. Top. Ah ja, ich mache hier lauter Sachen, ohne sie zu erklären. Entschuldigung, das ist mein erstes Computerspiel-Let's Play. Ja. Oh, die Sonne geht schon unter. Wie bereits erwähnt, ist ja das Ziel hier, Dinge zu bauen. Und Objekte aus meiner Inventarleiste wieder in das Spiel einfügen kann ich, indem ich das Objekt auswähle und dann mit der rechten Maustaste dorthin klicke, wo ich es anfügen möchte. So baue ich hier jetzt gerade diese Brücke.
damit ich in Zukunft schneller darüber komme, aber da geht der Mond schon auf. Wird Zeit, dass ich mir hier das Häuschen baue. Das wird hier ein wilder Mischmasch aus Holz und Erde werden, weil ich mich hier verquatscht habe. Und ich jetzt erstmal nicht in den Wald zurückgehe, um weiteres Holz zu schlagen. Okay. Ja, nee. Ich muss in den Wald zurück und weiteres Holz schlagen. So viel dazu. Naja, vielleicht sehen wir da auch schon unser erstes Monster. Ah ja, hier ist mein Werkzeug gerade kaputt gegangen. Das passiert. Das passiert ziemlich schnell sogar. Je einfacher euer Werkzeug ist. Holzwerkzeug ist das einfachste. Ah, da ist ein Monster. Geh weg, geh weg. Okay, wir haben hier einen Golem, den ich mit der Spitzhacke versuche auf Abstand zu halten. Mit mäßigem Erfolg. Autsch. Ja, das ist eigentlich wie in jedem RPG. Monster haben Lebenspunkte. Ihr auch. Ihr versucht die Lebenspunkte des Monsters runterzubringen, bevor ihr keine Lebenspunkte mehr habt. So, genau. Also Holzwerkzeuge sind die einfachsten. Danach kommt Stein, danach kommt Eisen und dann kommt es ein bisschen drauf an, welchen Mod ihr spielt. Auf jeden Fall könnt ihr euch dann im Laufe der Zeit immer stärkere Werkzeuge beschaffen. So. Wir brauchen mehr Holz. Ist hier irgendwo ein Monster? Nein. Man kann die Geräusche in Mindtest auch abschalten. Ich habe es jetzt mal angemacht lassen, damit ihr nicht bloß mich reden hört. So, dann schnappen wir uns doch mal diesen Dschungelbaum hier und verarbeiten ihn zu Kleinholz. Ich sehe schon, mein Laptop ist etwas überfordert mit Spielen und gleichzeitig Aufnehmen. Aber wir kriegen das hin. So. Ups. Ah, und da ist das nächste Monster. Aber ich stehe auf einem erhöhten Punkt. Da kann ich auf das Monster einschlagen, ohne dass es mich so einfach erwischt. Das ist auch ein Grund, weshalb ich den Ton jetzt mal angelassen habe. Ihr erkennt ein Monster daran, dass es seufzt. Ist zumindest das Geräusch, das ich damit verbinde. Und geh weg, geh weg, geh weg. Und weg. Okay. Mehr Holz. Wenn ihr den obersten Teil des Baumes gefällt habt, dann kommt das Blattwerk automatisch runter. Und damit auch die Setzlinge für einen neuen Baum. Deswegen, wenn ihr nicht irgendwie irgendwelche Baumspitzen in der Gegend rumstehen haben wollt, dann fällt ihr den ganzen Stamm. Und ihr habt dann auch gleich das nötige Material, um einen neuen Baum zu pflanzen. Na, kann ich dich auch... Ah ja, man hebt mit links auf.
War das wieder ein Monster? Also mit der linken Maustaste könnt ihr wieder Objekte aufheben. Wie, wenn ihr das seht, wenn ich mit dem Steuerkreuz, das man hier in der Mitte sieht, über den Boden gehe, dann werden die einzelnen Blöcke ausgewählt durch also ein oder umrandet durch so ein schwarzes Viereck. Und das ist dann quasi der Block, den ihr gerade bearbeitet. So. Top. So, jetzt muss ich wieder irgendwie finden, wo ich eigentlich mein Häuschen bauen wollte. Das passiert auch relativ schnell, dass ihr irgendwie euer Haus aus den Augen verliert. Deswegen merkt euch die Position. Die seht ihr hier oben. Oder ihr markiert euch halt den Weg dahin. Hier ist die Brücke, die ich vorhin gebaut habe. So, hier sind wir wieder bei meinem Grundriss und dann stellen wir doch mal aus dem Dschungelbaum neues Holz her. Zack, zack, zack. Der Dschungelbaum gibt sehr dunkles Holz, im Gegensatz zu dem normalen Baum, den ich vorhin gefällt habe. Und top, und top, und top, und top. So, hier hätte ich ganz gern eine Stufe. Wie mache ich jetzt Stufen? Ich nehme die Holzplanken, die ich habe. Geht es in die andere Richtung? Die Mods unterscheiden sich da mal so ein bisschen, deswegen kann es sein, dass ich manchmal versuche, Sachen falsch zusammenzubauen. Ja, im Endeffekt versuche ich wieder die Form nachzuahmen im Werkzeugfenster von dem, was ich machen möchte. In dem Fall Stufen. Ich lasse sie produzieren, hole mir meine Sachen zurück. Zack, zack. Setze hier hin und ich kann hier raus marschieren. Ich merke gerade, mein Haus ist doch etwas größer, als es sein muss. Naja. Gönnen wir uns den Luxus. Ach ja, springen. Springen kann ich mit der Leertaste. Hü-hüpf, hü-hüpf. Tja, die Sonne geht auf und wir sind immer noch nicht fertig mit unserem Häuschen. Wenn da die Sonne aufgeht, hätte ich gerne hier ein Fenster. Damit ich überhaupt was sehe. Und wir brauchen wieder mehr Holz. Es ist bloß am Anfang, dass ihr so ein bisschen Mangel an Material habt. Sobald ihr mal eine Mine in den Berg grabt, werdet ihr Steine haben, dass ihr gar nicht mehr wisst, wohin damit. Das ist meine Erfahrung. Und zack. Das hier ist jetzt wieder ein normaler Baum. Wenn ich einen normalen Baum pflanze, habe ich eine, ich weiß nicht, wie hoch die Prozentzahl ist, aber ich habe jedenfalls die Chance, dass ein Apfelbaum nachwächst. Und die Äpfel kann man dann ernten und essen. Und Essen ist wichtig, weil es füllt die Herzen, die ihr da unten über der Inventarleiste seht, wieder auf. Ich bin jetzt schon ziemlich runter, was die Herzen angeht.
Was halt nun mal passiert, wenn man auf Monster trifft. Dann pflanzen wir doch gleich mal wieder ein paar Bäume. Die Bäume wachsen normalerweise innerhalb von einem Tag. Und top. Da ist mein provisorisches Häuschen. Ich arbeite in dem Spiel nicht so gern mit Dschungelholz, weil es so dunkel ist. Aber Dschungelbäume geben halt viel Material. Top. Dann bauen wir doch hier mal fertig. Also ich habe definitiv schon schönere Häuschen gebaut, aber das erste Haus ist meistens eh nicht das hübscheste. Oh, ist das hässlich. Okay, wir brauchen eine Tür. Sonst kommen uns die Monster da rein. Auch für die Tür bauen wir die ungefähre Form einer Tür nach mit den Holz. Türen kann man aber auch aus Glas oder aus Stahl herstellen. Es gibt sogar dann die Möglichkeiten, Türen zu personalisieren, sodass bloß ihr sie öffnen könnt. Na, dich möchte ich hier nicht. So. Die Tür öffne ich mit einem Rechtsklick. Tja, willkommen in meinem Holzklotz. Anders kann ich das jetzt hier gerade nicht nennen. Machen wir es uns doch etwas hübscher hier. Und zwar mit einem Fußboden. Ich ordne Holzplanken in einer Reihe an und ich kann Fußbodenplanken draus machen. Die haben bloß einen kleinen Nachteil. Wenn ich jetzt Objekte darauf platzieren möchte, dann verhalten die sich, als hätte ich hier einen ganzen Block. Der Fußboden ist aber bloß ein halber Block. Das heißt, alles schwebt. Kommt jetzt darauf an, wie man sich damit arrangiert. Man kann damit spielen. Ich sagte bloß, ich sag's mal dazu. Okay, wir haben ein Häuschen, in das wir uns flüchten können, wenn es dunkel wird. Dann rüsten wir doch mal auf. Juhu! Wir gehen in den Untergrund. Oder wir schauen uns noch ein bisschen um. Prinzipiell können wir uns mal ein bisschen umsehen. Viel habt ihr ja noch nicht gesehen von der Welt. Ich weiß ja auch nicht, was hier alles sich versteckt. Naja, das ist Kies. Der ist vor allem nervig in der Mine, weil ihr müsst ihn erst wegräumen, bevor ihr weitermachen könnt. Es gibt ein Werkzeug, der filtert den Kies, aber das dauert eine Weile, bis man dieses Werkzeug hat. Das hier ist Sand. Und den Sand brauchen wir für Fensterscheiben, denn aus Sand können wir Glas herstellen. Das heißt, ich baue den Sand mal ab. Das geht etwas schneller, wenn ich eine Schaufel habe. Ihr seht eine Leiste bei den Werkzeugen. Das ist die Lebensleiste von den Werkzeugen. Meine Axt ist so gut wie durch. Da muss ich bald eine neue bauen. Wird es hier schon wieder dunkel? Ah nee, Wolke.
Okay, wir sind also in einer grünen Welt gelandet. Da ist Kohle. Und hier ist ein kleiner See. Oder ist das ist eher ein Tümpel? Ja, man kann tauchen in meinen Tests. Und ihr seht, an der Seite erscheinen hier jetzt so Luftblasen. Man sollte auftauchen, bevor die Luftblasen weg sind. Ups. Tauchen kann ich, indem ich die Shift-Taste nach unten drücke. Auftauchen kann indem ich hier, also im Endeffekt hüpfe ich unter Wasser, wenn ich schwimme. Bauen wir doch. Ups. Okay, bauen wir unter Wasser etwas Kohle ab. Jetzt hängt sich's hier gerade auf. Okay, auftauchen. Stein und Kohle kann ich noch mit Holzwerkzeugen abbauen. Kommen wir mal wieder raus aus dem Tümpel hier. Alles andere muss ich dann mit stärkeren Werkzeugen abbauen. Also Eisen kann ich nur mit Steinwerkzeugen abbauen. Und das nächste Metall kann ich dann wieder bloß mit Eisenwerkzeugen abbauen. So, wo war jetzt meine Hütte? Weil ich wieder baden gehen möchte. Oh, jetzt hängt es sich hier gerade. Na, Computer, machst du noch eine Weile mit? Baue ich hier wieder eine Brücke? Und bei der Gelegenheit baue ich auch gleich mal etwas Stein ab, weil Stein werden wir für allerhand brauchen. Und vor allem, weil ich gerne etwas stärkeres Werkzeug hätte. Prinzipiell können wir in Minetest ganze Berge abgraben. Man kann sich auch durch Berge durchgraben. Habe ich alles schon gemacht. Auch nicht viel Spaß, wenn man das selber macht, habe ich festgestellt. Ich habe den ganzen Hype um Minecraft habe ich nicht verstanden. Dann habe ich gesehen, dass es für Linux eine kostenlose Version gibt. Und dachte mir, probiere ich sie mal aus und irgendwie hat das dann doch Spaß gemacht. Jetzt muss ich bloß wieder irgendwie meine Hütte finden. Ups. Ja, das Spiel spinnt gerade etwas. Ich habe keine Lust, hier nach unten zu fallen. Das kann entweder ein Systemfehler bei mir jetzt sein oder es geht hier tatsächlich nach unten nicht. Ah, es geht tatsächlich nach unten. Es hat bloß noch nicht gerendert. Ja, wo ist meine Hütte? Ich will nicht schon wieder eine neue bauen müssen. Hallo? Hütte? Ja, ich habe meine Hütte verloren. Nein. Naja, ich sag dir schon, das passiert gerne mal ganz schnell.
Hier, dann bauen wir uns doch jetzt erstmal einen Ofen. Für einen Ofen brauche ich Stein. Ich ahme die Form von einem Ofen nach. Haha. Und dieser Ofen kann jetzt hier in der freien Natur platziert werden. Ich mache einen Rechtsklick auf ihn. Ich packe die Kohle in den Ofen. Packe den Sand nach oben. Und schon wird der Sand zu Glas verarbeitet. Ihr könnt hier sehen, wie schnell Dinge verarbeitet werden. Das ist auch immer abhängig vom Material. Und hier haben wir die Kohle, die noch übrig ist. Mit Rechtsklick halbiere ich die Menge, denn ich würde gerne ein bisschen was sehen. Wir können uns nämlich Fackeln bauen, indem wir einen Stock mit Kohle kombinieren. Und ah, trauen sich die Monster jetzt nicht so nah an uns ran. Ach, da unten läuft einer. Und B sehen wir sie früher. Ja. Da ich so dumm war, meine Hütte zu verlieren, brauchen wir eine neue. Das ist der Grund, weshalb ich immer Leuchttürme neben meine Häuser stelle, damit ich sie auch wiederfinde. Obwohl, ich probiere mal kurz was aus. Set Home. Ah, okay, nein. In Serverspielen kann man nämlich den Ort markieren, an dem man sein Haus errichtet und kehrt automatisch dann dahin zurück, wenn man einen bestimmten Befehl in die Befehlsleiste eingibt. Das geht hier wohl leider nicht. Ach, wir kriegen Besuch. Schauen wir mal, wie lange es dauert, bis das Monster uns entdeckt. Er ist wieder abgezogen. Okay. Da gibt's Äpfel. Hahaha. Essen. So, die Äpfel ernte ich genauso wie andere Blöcke. Ich mache einen Linksklick drauf. Die Äpfel wachsen leider nicht nach. Ihr müsst den Baum neu pflanzen, wenn ihr mehr Essen haben wollt. So, wie kann ich essen? Ich packe mir das Essen in die obere Inventarleiste. Ich wähle es aus. Ich mache einen Linksklick. Und ihr seht, meine Herzen füllen sich. Da gibt es noch mehr Äpfel. Vielleicht ist hier wirklich der bessere Ort für ein Häuschen. Okay, gehen wir mal wieder zurück, bevor wir das wieder aus den Augen verlieren.
Jetzt, wo wir Glas haben, können wir tatsächlich auch Fenster einsetzen. Okay, das Monster interessiert sich nicht für uns. Gut, dann können wir hier in Ruhe fertig bauen. Beim Bauen macht es jeder so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt da Leute, die verkünsteln sich total. Und dann gibt es Leute, die einfach irgendwelche Blöcke hochziehen. Wenn ich irgendwie Lust darauf habe, Sachen zu bauen, dann setze ich mich teilweise hin, suche mir die Grundrisse von alten Gebäuden raus. Zum Beispiel, den Aachener Dom und fange dann an, was zu bauen, und meistens verliere ich dann die Motivation und baue es nicht mehr fertig. Ladida. Aber es gibt da ganz unterschiedliche Bauprojekte. Es gibt Leute, die bauen Bibliotheken nach oder Anime-Figuren. Top und top. Brauchen noch ein bisschen Holz. Mond geht wieder unter. So typisch. Wir sind noch nicht fertig mit unserem Haus und die Nacht ist schon wieder vorbei. So. Häuschen Nummer 2. Das wir jetzt hoffentlich nicht wieder verlieren. Ups. Gut, dann sehen wir uns doch mal noch ein bisschen um, bevor wir das hier wieder beenden. Da haben wir noch ein Monster. Meine Herzleiste ist voll. Dann machen wir doch mal Attacke. Ups. Okay, also diese Monster, es gibt Monster, die lösen sich bei Tageslicht auf, und es gibt Monster, denen ist es total egal, ob es Tag oder Nacht ist. Und das hier waren anscheinend welche, die sich tagsüber auflösen. Okay. Dann gehen wir doch mal in den dunklen Untergrund. Ich will aber auch wieder nach oben kommen. Das heißt, ich sorge dafür, dass wir hier eine Treppe haben. Top. Wir haben ja noch Stufen übrig.
Ups. Okay, hier kommen wir jetzt wieder hoch. So, ihr seht schon, je weiter man nach unten kommt in eine Mine, desto dunkler wird es. Und damit wir hier unten überhaupt was sehen können, brauchen wir Fackeln. Da haben wir auch noch welche übrig. Bevor wir uns in die Mine wagen, da gibt es auch Monster. So. Ah, hier haben wir schon unser erstes Eisen. Wie ihr seht, da kann ich mit meiner Holzhacke drauf einhacken, so viel ich möchte. Da bewegt sich nichts. Das heißt, wir müssen uns neues Werkzeug bauen. Und zwar eine Steinspitzhacke. Und damit sollte das jetzt gehen. Ja, damit geht das. Damit lässt sich auch ein bisschen schneller arbeiten. So, damit mir die Hacke hier das Inventar nicht zumüllt, verbrauchen wir sie noch schnell. Und schon ist sie putt. Hier haben wir Sand. Frei hängender Sand ist immer so ein bisschen gefährlich, weil, Achtung, ich stupse den jetzt mal an. Ups. Und wenn ihr da gerade drunter steht, wenn der fällt, dann kann es ganz leicht sein, dass ihr darunter begraben werdet und dass alle eure Herzen dann weg sind, weil euch die Luft ausgeht. Also, eine Wand aus Sand, die über einen hängt, nicht einfach antipsen. Wir wollen ja nicht unter Sand begraben werden. Sand hat auch selbst keinen Halt, wie ihr hier jetzt gerade gesehen habt, der fällt. So, wir haben genug Eisen, um unsere Werkzeuge wieder auszurüsten. Aufzurüsten! Und dafür bauen wir wieder einen Ofen. Ruckzuck. Der Ofen selber produziert auch ein bisschen Licht. Wie gesagt, es gibt sehr viele Mods, die auf den Servern auch fleißig benutzt werden. Ich war mal auf einem Server, wo man quasi auf Inseln, die in der Luft hingen, Avatar des Grüßen gespielt hat. Und man musste dann Aufgaben erfüllen, um irgendwann fliegen zu können. Und man saß aber dann auf dieser kleinen Insel fest und musste es irgendwie schaffen, Brücken zu den anderen Inseln zu bauen. Das war sehr spaßig, bis dann die Spieler, die schon fliegen konnten, die Spieler, die noch nicht fliegen konnten, überfallen haben. Deswegen habe ich da auch nicht mehr weitergespielt. Aktuell bin ich auf einem Server, der heißt Dark World. Da sind sehr viele starke Monster unterwegs und ja, wenn man nicht in der Nähe einer Lichtquelle ist in der Nacht, verliert man auch Lebenspunkte.
Das ist also ein bisschen herausfordernder. Da hängen aber sehr nette Leute rum. Deswegen bin ich da jetzt auch erstmal geblieben auf dem Server. Und man kann Drachen zähmen. Ich habe allerdings noch nicht rausgefunden, wie. Ich bin eine der wenigen, die schon Drachen gesehen hat auf dem Server. Die Begegnungen liefen teilweise sehr schräg ab. Die Drachen sind dann irgendwie im Schneeberg gespawnt und dann hing dann dieser Drache im Schneeberg und dann hat man ihn befreit und prompt ist man angegriffen worden. Also so freundet man sich mit dem anscheinend nicht an. Muss ich noch rausfinden, aber mein Test spiele ich auch bloß, wenn ich gerade etwas mehr Zeit habe, um am Stück zu spielen, weil man ist dann doch länger unterwegs. Zack, zack, zack. So. Das ist jetzt auch erstmal alles, was ich euch spontan so zeigen kann. Ich merke schon, ich bin jetzt kein Naturtalent, was Let's Plays am Computer angeht. Aber vielleicht konnte ich jetzt euch hiermit ein Spiel vorstellen, das euch Spaß machen könnte, das wie gesagt Open Source ist. Das heißt, es kostet nichts. Ihr könnt es selber spielen. Ihr könnt es, wenn ihr technisch einigermaßen versiert seid, auch modden. Da gibt es Tutorials online auf YouTube oder auf den Mindtest-Foren. Ihr könnt, wenn ihr eine gute Internetverbindung habt, auch mit anderen Leuten spielen. Da, wie immer, die Warnung, im Internet sind die Leute manchmal etwas aggressiv, unverschämt. Solche Leute können einem auf den Servern begegnen. Die Leute können auch gemein sein. Also, was häufig passiert, ist, dass Spieler, die schon weiter sind als andere, dann das Haus von einem platt machen und Sachen klauen und muss man selber entscheiden, ob man lieber auf seinem eigenen lokalen Server spielt, ob man einen eigenen Server startet, mit dem man mit Freunden spielen kann. Es gibt nämlich auch Server, da kommt man bloß mit Passwort rein. Ich finde auf jeden Fall, es ist was, mit dem man sich die Zeit vertreiben kann. Und wenn jetzt gerade jemand auf der Suche ist nach etwas, womit er sich beschäftigen kann in diesen Tagen, dann kann er ja mal meinen Test ausprobieren. Wie gesagt, Open Source, kostet nichts, kann man sich einfach installieren und hält einen auf jeden Fall beschäftigt. Gut, das war's dann soweit von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns dann morgen wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis dann, eure Karina. Ciao.